Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 1. Wir waren hier letztes Mal stehen geblieben, haben einen Keiler verhauen und sind krass geworden, wie man vielleicht nicht sieht, weil ich den Charakter nicht von vorne sehen kann. Wie dem auch sei, wir sind krass, wir haben eine neue Rüstung und sollen jetzt ein paar Geister verjagen aus diesem Turm, den ihr da im Hintergrund seht. Allerdings ist hier ein Häuschen. Und dieses Häuschen ist mir doch sehr suspicious. Und das werden wir gleich mal auskundschaften. Vorher möchte ich gerne mal meinen geschärften Klingenstab, war das der? Ja, genau, 50 Klingenschaden, ausrüsten und möchte gerne mal probieren. Ich weiß, dass wilde Tiere meine Verteidigung durchbrechen, wenn ich kein Schild habe, aber Gnome sind ja im Endeffekt keine Tiere. Die kämpfen ja wirklich mit Waffen und ja, da will ich einfach mal ausprobieren, ob Gnome meinen Block durchbrechen können. Und es scheint mir im Moment nicht so. Und es könnte möglicherweise sein, dass hier der große Gnomenanführer auch irgendwo in der Nähe ist. Ja, okay, die Gnome können definitiv nicht meine Verteidigung mit dem Stab durchbrechen. Oh Gott. Ich erwische immer ein schlechtes Timing. Ein relativ schlechtes Timing, sage ich mal. Den anzugreifen. Aber wir haben es ja geschafft. Sehr gut. Drei Gnome haben wir hinbekommen. Hier war noch eine Keule. Genau, die nehme ich mit. Der Gnome ist auch tot. Ja, da wäre ein Werkzeugbeutel bei. Das ist gut, den brauchen wir ja. So, jetzt kommt der Rest vom Schützenfest. Ja, komm erstmal her. Will mal weglocken von deinen Kollegen hier. Ja, komm her. Komm. Ja, ich hoffe nicht, dass die anderen jetzt kommen. Okay, sie kommen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Da habe ich mir gar keine Sorgen, ehrlich gesagt. Weil die sind Two-Hits. Für mich mittlerweile. Und sind auch schon fast erledigt. Du kannst auch nicht weiter zurück. Aber hinter mir sind noch welche. Zumindest einer. Der Häuptling. Zumindest ein Häuptling. Ich habe das Gefühl, wir werden noch auf mehrere treffen. Voll gut, dass die so eine kurze Reichweite haben. Dann kann ich eigentlich super easy ausweichen. Aber lasst uns später über Kampfstrategien reden. Lasst uns jetzt erstmal darüber reden, wie man diese Gnome am besten lootet. Und zwar nimmt man ihnen einfach alles weg. So tun wir das, so machen wir das, so finde ich das gut. Und ja, da geht's weiter. Hier ist noch so ein Ausguck quasi. Ist hier oben irgendwas? Nee. Hier kann man mal... Aha, hier, da sind so ekelhafte Mistviecher. Da ist noch ein Wolf. Da geht's dann wahrscheinlich hoch. Oder da hinten. Eine der beiden Rüstungen, genau. Eine der beiden Richtungen wird es ja wohl sein. Na, wir rüsten erstmal wieder unsere Main-Waffen aus. Da finde ich es schade, dass es da kein Shortcut für gibt. Allerdings ist dieses Spiel ja auch schon etwas älter. Kann man verstehen, dass das ein bisschen nicht so komplett intuitiv ist wie neuere Spiele. Kann man irgendwie nachvollziehen. So, ein kleiner Rubin, das ist doch schon mal schön. Fragt bei Goldspielen, kann Gold brauchen, kleiner benötigt Schmied. Kann man einen Ring daraus herstellen, ja. Einen schönen Ring mit einem Rubin. Was uns der bringt, das ist die Frage. Sieht noch was? Ein Wasserfass, da können wir mal einen kräftigen Schluck Wasser nehmen. Obwohl wir das jetzt nicht wirklich brauchen, das bringt uns nicht viel. Dann nehme ich lieber mal einen kräftigen Schluck aus meinem Heiltrank. Ich mische hier nochmal ein bisschen um. Ist hier noch irgendwas Nettes? Nee. Nett nicht unbedingt. Aber stachlich. So, einmal weg. Na komm. So viel zurückweichen kannst du jetzt hier nicht. So viel Platz ist ja hier nicht. Und wir kriegen leckeres Fleisch. Fleisch ist ja immer noch wichtig für Rezepte. Die wir immer noch alle lernen möchten. Und ich möchte ausprobieren, was ich jetzt genau mit diesem Rezept machen kann. Da hinten steht schon wieder so ein schwarzer Wolf. Die sind natürlich nicht ganz so leicht zu besiegen. Zumindest teilen die mehr Schaden aus. Allerdings... Boah, Junge, Junge, das war nicht schlecht. Ja, das war nicht schlecht.
Boah, dreimal angegriffen. Kollege, das haben deine anderen Artgenossen aber noch nicht gemacht. Wir können natürlich jetzt hier rüber, aber wir müssen erstmal hier rum. Es war auch die Rede von einer Hängebrücke. Auf der anderen Seite sollte sich der... ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der Anführer der Gnome auf jeden Fall befinden. Ja, ja, hört auf, hier Drohgebärden zu machen und fangt an zu kämpfen. Sonst wird das hier nämlich nichts mehr mit eurem Leben. Mhm. So, und das war's dann auch schon. Stachelratte AD. Ich find's voll cool, wenn hier hinter dem Wasserfall noch irgendwas wäre. Ist ja in vielen Rollenspielen der Fall. Ach, das sind Skelette. Skelette? Habe ich jetzt eigentlich nicht so das Problem mit, ehrlich gesagt. Aber dann nehme ich mal wieder meinen Klingenstab. Mache ich den nicht, sondern... Kann man die irgendwie nicht da vorne machen? Nee, glaube nicht. So, und speichern nochmal vorsichtshalber ab. Man kann ja nie wissen. So eine Ranke. Ah ja, komm. Dann kommt ihr halt schon mal. Okay. Ihr macht offensichtlich gern Schaden. Und es sind nicht wenig von euch. Alter! Da habe ich ja hier... Ja, gut. Das hätte ich mir auch denken können, dass das relativ schnell den Bach runtergehen könnte. Wenn man da nicht aufpasst. Okay. Also machen wir jetzt mal ein bisschen Kiting. Zumindest hoffe ich das. Dann ziehen wir ein Skelett nach dem anderen raus. Gut, das funktioniert dann schon mal nicht. Und aufpassen, ja, dass wir uns nicht einkreisen lassen, vor allen Dingen. Boah, Alter, die machen aber auch Schaden, Junge, Junge, Junge. Ich könnte die Brücke zu meinem Vorteil nutzen. Wenn ich mir das recht überlege. Oh Gott, hat der echt gerade nur so wenig geheilt. Und hier eine Schneise bilden. Und dann einen nach dem anderen fertig machen. Dann natürlich nicht zu nah. Ja, sehr gut. Was war das? Ja, genau. Jetzt stehen die nämlich schön in einer Reihe. Und lassen sich hier wunderbar fertig machen. Man muss nur schlau sein im Leben. Man muss einfach nur schlau sein im Leben. Und dann sind auch Skelette wie diese kein Problem mehr. An Skeletten wie diesen, sage ich nur. An Skeletten wie diesen. Mann, Mist. Ein Trinken. Sorry, Leute. So, wieder voll. Ja, mit dem Stab, der lässt sich jetzt nicht so leicht fertig machen. Sagte er und machte ihn fertig. Oh yeah. Das zeichnet einen wahren Krieger aus und diese Schlacht wird episch. Leben gegen Tod, Mensch gegen Skelett, der Schlacht auf der Brücke. Also wenn das nicht Thumbnail-Potenzial hat, dann weiß ich auch nicht, was sonst. Yes, Sir! Jetzt ist es runtergefallen. Na toll. Und tschüss, Mr. Skelett. Dann loot ich halt den Rest von euch. Alles. Alles will ich haben. Gebt mir alles. Was mit diesen Skeletten auf sich hat, wer die waren und so, das werden wir vielleicht noch herausfinden. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht sind es einfach nur Skelett- Popel-Dinger gewesen. Die einfach relativ unwichtig waren. Sozusagen Kanonenfutter, aber nicht für uns, weil die sehr anstrengend waren zu töten. Und ich habe das Gefühl, hier erwartet uns noch Schlimmeres. Und warum kämpfe ich die ganze Zeit mit dem Stab, mögt ihr euch vielleicht fragen. Nun, das hat einen ganz einfachen Grund. Der Stab hat mehr Reichweite als ein Schwert. Und wenn ich... ein Lederhelm, endlich. Und wenn ich nicht unbedingt mit einem Schwert kämpfen muss und einem Schild vor allen Dingen... was bringt der mir? Schutzverhiebwaffen, Schutzverklingen. Sehr schön. Sieht man den auch? Ja. Dann kämpfe ich auch nicht mit dem Schwert. Ist hier was drin? Ist hier wer drin? Ist jemands Kiste? Machen wir einfach so auf. Amulett Schutz vor Eis. Ja, nett. Aber wir haben ja schon ein Amulett um, ne? Was braucht unser jetziges Amulett? Das... Erhöht unsere maximale Lebensenergie. Ist doch nett. So, erstmal eine Stunde aufs Ohr hauen. Solange mir noch einer auf den Sack geht. Okay, wie geht mir denn hier auf den... Oh, du.
Der untote Burgherr. Ja. Ja, hallo. Und herzlich willkommen zu deinem bescheidenen Ende. Naja, der teilt gut aus, steckt aber auch schlecht ein. Ja, das war's mit ihm. Hat er ein cooles Schwert bei gehabt? Ein Entermesser, na gut. Nichts Besonderes. Vasallenring haben wir bekommen. Das ist sehr schön. Ich spreche nochmal schnell ab, bevor mir hier der nächste auf den Sack geht. Und dann lege ich mich aber wirklich pennen. Ja, ein bisschen. Eine Mütze Schlaf muss mir auch mal vergönnt sein. Ja, es geht ja nicht anders. Und mein Mana ist wieder voll. Das ist schön. So, das war einer der Burgherren. Aber es gibt ja noch mehr. Die, werden wir den früher oder später finden. Die sind aber wahrscheinlich in anderen Festungen und nicht alle in ein und derselben. Okay, und hier ist Ende. Hier ist kein Schatz am Ende des Regenbogens. Das ist sehr schade. Das ist wirklich traurig, dass hier kein Schatz mehr ist. Grabstein. Ogerwürzel. Oh, sehr gut. Ogerwürzel. Kann mich, oh Gott, wenn sie verarbeitet wird, dauerhaft stärker machen. Bist du hier alleine? Nee. Ich wollte gerade sagen. Ein Gnom kommt selten allein. Oh, 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 oh. Nicht einkreisen lassen. Einkreisen lassen ist eine ganz furchtbare Idee. Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet, dass ich jetzt von der Seite angreife. Ja. So, komm her, kleiner Gnom. Du hast nur einen Stock. Aber ich habe eine krasse, aua, aua, aua. Einen krassen Kampfstab. So. Meister Mendoza, also Inquisitor Mendoza, hätte aus den mit Magie Kleinfutter gemacht. Aber ich bin ja da ein bisschen unbegabt, was das angeht. Den Umgang mit Magic. Bongo Schwert will ich nicht, sondern das edle Schwert. Macht immer noch am meisten Schaden. 35 Schaden ist sehr schön. So, haben wir noch was? Ein paar Beeren nehme ich natürlich mit. Wir wollen jetzt natürlich ein bisschen die Insel erkunden. Wir wollen natürlich jetzt wissen, was uns hier für Gefahren begegnen, was wir hier noch für Quests erledigen können, was wir aber auch für Schätze kriegen. Deswegen laufen wir hier erstmal auch ein bisschen planlos vielleicht rum. Naja, komm her. Naja, komm her. Aber wir, unser finales Ziel ist, wie gesagt, Sachen zu finden. Oh. Hallo, wo kommt ihr denn her? Entschuldigung. Ah ja, du greifst dreimal an. Ich hab dein Muster erkannt. Kannst mich nicht täuschen. Kannst natürlich auch zweimal angreifen. Aber das machst du halt nicht. Ja. Ich find's cool, dass nicht einfach alle Gegner mit stärkeren Versionen von ihnen ausgetauscht wurden. Oh Gott. Wie das zum Beispiel bei... Ja. Gut, entzüngelt von Wölfen. Wie das zum Beispiel bei Sky... Nee, nicht Skyrim, aber... Ja, doch auch Skyrim und Oblivion der Fall gewesen wäre. Oh Gott. Da leveln die Monster im Endeffekt nicht. Nicht mit, also dass die Monster einfach stärker werden, sondern... da spawnen andere Monster, je nachdem, welches Level du hast. Und hier ist das halt mehr oder weniger kapitelabhängig. Aber macht ja auch Sinn, da man stärker werden muss, um ins nächste Kapitel zu kommen. Beziehungsweise muss halt Quests erfüllen und bekommt dadurch gezwungenermaßen fucking Käfer. Nicht fucking Käfer, sondern Erfahrungspunkte. Aber die fucking Käfer will ich hier fertig machen jetzt. Und das sind viele. Ja, ihr seid viele. Herzlichen Glückwunsch. Und ihr seid fucking laut. Zwei. Oh Gott. Das sind echt viele. Ja. Ja, ja, ihr seid viele Käfer, aber... Oh Gott, da kommt noch mehr. Please. I don't want to die here. So. Drei Schläge und das war's dann aber auch mit denen. So, du musst noch. Dich brauche ich hier noch. So. Also wenig Reichweite hat das Schwert anscheinend auch nicht. Ich weiß ja nicht. Hast du noch eine Heilwurzel? Okay. Ich weiß ja nicht, ob mir hier ein Illusionszauber oder eine andere Spruchrelle was gebracht hätte, aber daran glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Oh, das könnte schwierig werden. Wölfe und Fackkäfer. Okay, prepare for the worst. Worst case Szenario. Wir sterben. Wow, 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 wow. Chill your fucking life, Alter. Ja. Und die sind hinter mir. Ja, ich wusste es. Oh Gott, wie viele von euch Wölfen wollt ihr denn noch? Wollen denn noch kommen? Ja, einer weg. Alter, die ist ja mega die Wolfsparty. Ja, noch einer. What the fuck, Alter? Ich hier in ein Nest getreten, oder wie? Alter. Ja, schöne Erfahrungspunkte. Klar, freue ich mich drüber, aber das war nun nicht ganz so simpel. Ja, muss man zwischendurch speichern, ne? Sagt einem ja das Spiel auch. Oft speichern ist sinnvoll, gerade in solchen Situationen. Wenn man gegen Käfer kämpft. Und anderes Gesocks. Wölfe zum Beispiel. Du hast ja noch einer. What the fuck? Wie viele von euch sind denn bitte hier? Einfach mal den Spawn-Meter auf Maximum geschraubt, oder wie? Übrigens greifen die auch dreimal an. Krass, das hatte ich vergessen. Alter, hier war ja ein Nest. Hier war ja ein richtig krasses Nest. Hier war ja auch Rudel. Oh, was ist das? Heilkrone. Oh, die sieht so aus, als könnte man daraus ein Destillat machen. Und Destillaten sind ja, wie wir wissen, wir sind in Alchemie sehr bewandert und sehr form. Destillate sind ja das Krasseste, was es geht. Und nochmal von vorne. Ah, wirklich? Dann muss man auch Schlösser knacken. Und nochmal. Ja, okay. Geht doch. Oh, zum Glück. Das war knapp. Pfeile, Flügel und Knüppel. Wow, und dafür 1 Million Wölfe getötet. Hey, danke für gar nichts. Ich dachte, es liegt mal wenigstens irgendwas Krasses. Okay, die Heilkrone ist wahrscheinlich relativ krass. Aber, naja. Ja, vielleicht mal eine fette Waffe oder so. Irgendwie sowas. Aber ja. Wir hoffen nicht auf zu viel, denn wir kriegen es eh nicht. Sondern wir hoffen einfach nur aufs Beste. Was ist das denn? Achso, ich dachte, das ist ein Seil, an dem man hochklettern kann oder so. Ja, lustig. Haben wir Stachelraten. Was finden die denn? Ah, guck mal, da kann man was abbauen. Und da hinten ist eine Schatztruhe, die sehe ich doch schon. Mein Schatzsucherauge hat's erfasst. War das eine junge Stachelratte? Nee, das war normale. Die hat aber nicht viel, nicht viel gekämpft. Ja, du greifst an, aber ich greife auch an. Gucken, was schärfer ist. Deine Zähne oder meine Klinge? Ha? Da haben wir offensichtlich herausgefunden, was schärfer ist. Meine verfluchte Klinge. Also, sie ist nicht verflucht, aber ihr wisst, was ich meine. Umgangssprachlich. Ja, ne? Verfluchte Klinge. Hau auf den Stein. Und Eisenerzbrocken sollen deine Belohnung sein. Schön! Und diese Truhe ist auch meine Belohnung. Nicht mehr ein Schloss. Trank. Okay. Ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold können wir mal brauchen. Wie Gold haben wir jetzt eigentlich? Ah, wir sind wieder im komfortablen Bereich. Jetzt nicht bettelarm wie vor einiger Zeit, sondern sind wirklich in einem guten Bereich. Hier müsste doch auch irgendwo genau Skelly liegen. So. Und ich würde auch wohl verflucht, wenn hier nichts ist. Okay, hier ist nichts. Verdammt! Ah, schade. Hatte ich mich gefreut, dass hier was ist. Na gut. Aber mit so Videospiel-Klischees muss ja auch nicht jedes Spiel prangen. Erinnere ich mich aber immer gern an Skyrim, wo zum Beispiel hinter einem Wasserfall eine ganze Höhle war. Zwar keine besonders wertvolle Höhle mit krass Dingern, aber immerhin eine Höhle. Okay, und es fängt an zu regnen. Warum? Jetzt genau. Karma, was hast du gegen mich? Hier ist ein Strand. Hier ist Sumpf, Alter. Nee. Nee, hier ist Sumpf. Das ist aber nicht so gut, glaube ich. Gut, da komme ich nicht runter. Beziehungsweise, da will ich auch nicht runter. Aber in den Sumpf. Im Sumpf sind wahrscheinlich Ghule. Könnte ich mir vorstellen. Also nicht Ghule, sondern diese... Heißen die Ghule? Ich glaube, die heißen Ghule. Diese Viecher, ihr wisst, welche ich meine. Jeder, der Risen gespielt hat, weiß, welche Viecher, welchen Viechern man nicht begegnen möchte.
Oh nee, das sind die Schlammwürmer. Bäh. Nee, die habe ich auch keinen Bock. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Oh Gott, fuck this shit, actually. Oh, der Vogel, da so viele schwarze Wölfe. Viele schwarze Wölfe. Oh, oh, eingekreist. Aufpassen. Oh, that hurts my feelings are hurt. That hurts my feelings are hurt. Trink. Oh, lecker. Boah. Alter, die machen das gut hier. Die machen das ist leider gut. Wenn man Tiere rekrutiert. Das wäre auch noch geil. Wenn man Risen Tiere rekrutieren. Also nicht rekrutieren, aber fangen könnte. Und dann so zu Partnern ausbilden könnte. So Wölfe oder irgendwie sowas. Einfach so Monster fangen. Also jetzt vielleicht keine Untoten, aber halt so Monster, die man in der Wildnis trifft immer wieder. So, ich muss mal kurz was trinken, danke. Ja. Das wäre sehr cool. Ja. Aber das geht ja in den wenigsten RPGs. Also das geht ja zum Beispiel leider in Skyrim nicht, in Witcher geht das nicht. Ich fände das ein cooles Feature. Neben so Fantasy-Mittelalter, oder muss ja nicht mehr Mittelalter, kann ja auch Zukunfts-RPG sein. Einfach so ein Vieh zähmen und es dann trainieren. Das fände ich cool, Leute. Und ich hoffe, Piranha Bytes schaut zu. Wahrscheinlich nicht. Das machen wir uns nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber das war's erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich wieder mal sehr fürs Zusehen. Wir haben Skelette geschlachtet und Wölfe. Es wird langsam anspruchsvoll. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ciao.